Ganz herzlich grüße ich Sie heute aus der Augustinerkirche hier in Würzburg. Ich lade Sie ein, mit uns zusammen die nächsten Minuten zu verbringen, mit eigenen Gedanken, vielleicht mit dem ein oder anderen Gedanken, den Sie hiermit aufnehmen. Musikalisch werden wir in den kommenden Minuten begleitet durch Florian Jungkunz und Florian Oettl. Für die Technik sorgt heute wieder Bruder Carsten. Antoine de Saint-Exupéry schrieb einmal: Du wirst den Frieden nicht finden, wenn du nichts verwandelst, wenn du nicht Weg wirst und Gefährt. Du kannst nur von dem leben, was du verwandelst. Du wirst den Frieden nicht finden, wenn du nichts verwandelst, wenn du nicht Weg wirst und Gefährt. Du kannst nur von dem leben, was du verwandelst. Vielleicht, so denke ich mir, ist das im Leben tatsächlich mit am wichtigsten, im Glauben zumal, dieses Verwandeln. Im Hebräischen, in der Sprache Jesu, gibt es das Wort Halach, was wörtlich übersetzt so viel heißt wie gehen, wandeln. Und die Anwendung des jüdischen Gesetzes, die konkrete Gestalt, wie sich Gott in der Gegenwart offenbart, heißt bis auf den heutigen Tag Halacha, das, was sich sozusagen im Gehen entwickelt, was sich auch verwandelt. Mir fallen Menschen ein, die mich faszinieren und die für diese Haltung des Verwandeltwerdens, des Unterwegsseins stehen. Menschen, die aufbrechen. Sie berühren mich und sie berühren in mir die Sehnsucht nach dem eigenen Aufbruch, nach der Sinnsuche. Ich denke an Erzählungen von Menschen, die von einer großen Reise zurückkehren. Sie nehmen mich sozusagen selbst mit auf diese Reise, nähren meine eigene Sehnsucht nach dem Unterwegssein zu mir selbst. Vielleicht üben auch deshalb die alten biblischen Traditionen, die so häufig von Menschen auf dem Weg sprechen, so eine Faszination auf mich aus. Menschen in der Bibel sind Menschen unterwegs, sind Suchende, Sinnsuchende, Abenteurerinnen und Abenteurer. Viele Erzählungen erinnern mich an eigene Erlebnisse, an Phasen im Leben, von denen ich in der Rückschau sagen würde, da war auch ich auf der Suche, auf dem Weg, suchend nach Sinn. Ein längerer Aufenthalt im Ausland, eine Beziehung, eine Auszeit. Und ich bin mir sicher, viele von Ihnen könnten ähnliche Geschichten erzählen. Geschichten, die sich mit manchem, mit der Erfahrung der Menschen der Bibel verbinden. Geschichten vom Fasziniertsein, vom falschen Unterwegssein, Irrwegen, von Enttäuschungen, von Momenten des Fragens und von Augenblicken, die sich mit dem Augenblick von Anbetung und Staunen in biblischen Erzählungen verbinden. Geschichten des eigenen Unterwegsseins im Leben, traurige Geschichten und Geschichten mit glücklichem Ausgang. Vielleicht können Sie auch diese Erfahrung der Sinnsucherinnen und Sinnsucher der Bibel teilen. Sinn im Leben und Zufriedenheit stellen sich erst dann ein, wenn ich mich wie das Volk Israel auf der Suche nicht aufhalten lasse, weitergehe, mich nicht irritieren lasse, wenn ich vor allem nicht hängen bleibe bei der Erinnerung an Vergangenes, an die vermeintlich so wertvollen Fleischtöpfe Ägyptens. Und auch diese Erfahrung können vielleicht manche von Ihnen bestätigen, die die Sinnsuche mit einer Reise oder einem längeren Auslandsaufenthalt verbinden.
Manchmal sind solche Reisen ganz konkrete Reisen ins Ausland, die mich weit weg von hier in fremde Länder, Landschaften, Kulturen führen. Letztlich die intensivsten Reisen nach innen. Manchmal brauche ich den äußeren Abstand von meiner gewohnten Umgebung, um mich selbst zu finden. Manchmal entdecke ich den Sinn einer Beziehung in Zeiten großer räumlicher Distanz, den Sinn in meinem Job, wenn ich eben nicht drinstecke im Alltag. Und vielleicht empfinden manche unter Ihnen auch diese Monate, in denen wir durch die Pandemie unfreiwillig auf eine Reise ins Ungewisse geschickt werden, tatsächlich auch als Reise nach innen, mit Entdeckungen, mit Erfahrungen von Loslassen, von Angst, ja auch vom Staunen. Nehmen Sie sich in den folgenden Minuten einen Augenblick dafür Zeit. Welches ist gerade meine persönliche Reise? Welche Aufbrüche mutet mir das Leben gerade zu? Was musste ich vielleicht loslassen in den vergangenen Monaten? Welche Ängste bestimmen mich gerade? Und was hat sich vielleicht auch schon gewandelt? Thank you.
Der Zukunftsforscher Matthias Horks verfasste bereits im März 2020 einen Beitrag unter dem Titel Corona-Rückwärtsprognose, wie wir uns wundern werden, wenn die Krise vorbei ist. In diesem Beitrag stellt er in einer Art fiktiver Rückschau auf die Pandemie die Frage: Könnte es sein, dass das Virus unser Leben in eine Richtung geändert hat, in die es sich sowieso verändern wollte? Könnte es sein, dass das Virus unser Leben in eine Richtung geändert hat, in die es sich sowieso verändern wollte? Eine Frage, die mich tatsächlich berührt und seit ich sie zum ersten Mal gelesen habe, nicht mehr loslässt. Gab es in den Monaten, die jetzt schon hinter uns liegen, vielleicht eine solche Erfahrung? Hat sich etwas verwandelt auf dieser unfreiwilligen Reise, was sich vielleicht schon lange ändern wollte in meinem Leben? Horks stellt weiter fest: Wandel beginnt als verändertes Muster von Erwartungen, von Wahrnehmungen und Weltverbindungen. Dabei ist es manchmal gerade der Bruch mit den Routinen, dem Gewohnten, der unseren Zukunftssinn wieder freisetzt. Die Vorstellung und Gewissheit, dass alles ganz anders sein könnte, auch im Besseren. Soweit Matthias Horks. Die Vorstellung, dass alles ganz anders sein könnte, auch im Besseren. Viele Menschen neigen ja dazu, sich für die Zukunft, für einen ungewissen Weg, der vor einem liegt, eher das vorzustellen, was an Bedrohungen auf sie zukommt. Horks ermutigt entgegen dazu, einen anderen Blick zu wagen. Der Blick in die Zukunft, ins Ungewisse, als Vorstellung der Möglichkeit, dass es anders, besser werde. Was der Zukunftsforscher in Theorien kleidet, hüllt die Bibel in Erzählungen. Menschen, die dem Ungewissen zutrauen, dass es etwas Besseres bereithält. Abraham zieht im hohen Alter noch einmal los und wagt etwas, was unmöglich erscheint. Die Magier im Lukas-Evangelium in der Erzählung von den sogenannten Weisen aus dem Morgenland, die dem Stern hinterherlaufen in eine ungewisse Gegend und Zukunft. Und genau auf diesem Weg erleben sie Wandlungen und kommen ins Staunen, am Ende sogar in die Anbetung. Menschen, die dem Sinn in ihrem Leben auf die Spur gekommen sind, auf anderen Wegen gehen, als Suchende Unmögliches wagen, weit weg sein von zu Hause, aussteigen, die Umwege zulassen und ständiges fragen. Ja, die Bibel ist voll von Geschichten, die von Menschen erzählen, die aufbrechen, Vertrautes hinter sich lassen, oft gegen Widerstände ihrer Umgebung übrigens, und die dabei sich selbst und den Sinn in ihrem Leben empfinden. Die Bibel ist voll von Menschen, die nur deshalb Gott begegnen konnten, weil sie Gewohntes hinter sich gelassen haben, aufgebrochen sind. Können Sie sich das vorstellen? Für sich selbst? Sich darauf einzulassen in dieser Zeit, auf das Leben als Sinnsucher, als Sinnsucherin? Als Mensch, der bewusst unterwegs bleibt und den Traum wachhält, dass es da einen Weg gibt, auf dem Sinn für das eigene Leben zu finden ist? Ich will versuchen,
offen zu bleiben, gerade in dieser Zeit der Ungewissheit, offen zu bleiben für die Augenblicke besonderer Tiefe, in denen mir nichts bleibt, als sich in diesen Rhythmus hineinzugeben, immer wieder Gewohntes loslassen, aufbrechen, Neues entdecken, schweigen und staunen. Ich will versuchen, innere Wandlungen wahrzunehmen, damit zu rechnen, dass mir Menschen begegnen, die lebendiges Evangelium heute sind, die mir Wunden zeigen, die aber auch Schätze in Händen halten. Menschen, in denen tiefe Menschlichkeit aufleuchtet. Ich wünsche uns für unsere ganz persönliche Reise nach innen solche Wandlungen. Ich wünsche uns den Glauben an die Möglichkeit, dass es im Ungewissen die Veränderung zum Besseren geben kann. Ich wünsche uns diese intensiven Augenblicke, die die Bibel als Ankommen beschreibt nach der langen Reise. Momente, in denen ich spüre, jetzt stimmt alles für einen Augenblick. Momente, von denen Jesaja an einer Stelle sagt, da wirst du schauen und strahlen. Dein Herz wird erbeben und sich weiten. Ich möchte schließen mit einem Gedicht von Dorothee Sölle, das diese Erfahrung in Worte kleidet, die für mich tatsächlich zu Begleitern geworden sind, auf meinem Weg. Immer wieder greife ich zu diesen Zeilen, wenn es mir persönlich schwerfällt, aufzubrechen, loszulassen, an die Wandlung zum Positiven hin zu glauben. Dorothee Sölle schreibt: Lasst uns Gehende bleiben. Wir sind nicht ganz zu Hause auf dieser Welt. Wenn wir pilgern, sind wir nicht nur wir. Er geht mit. Er ist dabei. Wir sind unterwegs mit dir, Gott, durch Dunkel und Nässe, durch Nebel und oft ohne Weg und nicht selten ohne Ziel. Wir sind Wanderer, wir sind Gehende, wir sind noch nicht ganz angekommen. So wandert Gott mit uns und lehrt uns das Gehen und das Suchen.